So, Tag 2 von Weihnachten. Jetzt haben wir eine schöne Kombination. Oberkörper, Beine und dann nochmal locker Oberkörper, weil wir gestern schon die Liegestütze hatten. Da hat er ja schon 300 gemacht. Mindestens. So, erst Standardübung, Kniebeuge geht immer. Ihr denkt dran, Stella macht euch mal 20 vor. Ihr denkt dran, die Fersen bleiben schön am Boden. Und dann versucht ihr, wenn ihr die Kniebeuge macht, aufrecht zu bleiben. So aufrecht wie möglich, hockt dabei nach oben, sodass die Weihnachtsmütze nach hinten runterhängt. Dann lasst dabei gleich mal so ein bisschen Spannung in den Oberschenkel, nicht dass die Knie hier rumschlappern. Spannung in die Oberschenkel und den Hintern, dass die Knie stabil in Richtung Zehen bleiben. Schön Spannung halten, ja? Ja. Da guckt doch mal, 20, 30, ich sag mal, die Fortgeschrittenen werden 50 ohne Probleme absolvieren können. Ja, immer schön tief in die Hocke und danach geht ihr in den Liegestütz und tippt eure Schultern im Wechsel an. Und versucht mit eurem Arsch nicht so sehr hin und her zu wackeln, sondern stabil im Rumpf zu bleiben und dabei nicht umzufallen. Oh Mann, ihr seht, uns fehlt Trainingszeit, ja, weil die Kinder halt zu wenig Sport machen während Corona-Scheiß. Los! So, wie gesagt, Hintern und Hüfte versuchen mal stabil zu halten. Genau. Dann kriegt ihr bitte mit den, oh Mann, mit den Knien ein, okay? Und hier auch so 20 bis 30 Stück. Dann, nachdem ihr die Kniebeuge und die Liegestütze durchgeführt habt, macht ihr den Wechsel und guckt mal, wie immer so 5 bis 10 Durchgänge mit einer Minute Pause. Okay, Sport frei, bis gleich.